Hallo und herzlich willkommen zu Extra 3 mit Kuttner Spezial. Wir befinden uns in Woche 4 von Corona und auch wenn überall, vor allem in Berlin, die Parks schon wieder rappelvoll sind, haben wir uns bei Extra 3 sehr brav an das Kontaktverbot gehalten und sind statt mit den Kameras raus unter Leute lieber ein kleines wenig betrunken ins Archiv gegangen und haben da die schönsten Beiträge für Sie rausgesucht, damit Sie trotz allem auf eine angemessene Dosis Realsatiren kommen. Das ist sicherlich wichtig für die Gesundheit. Wir beginnen allerdings mit einem sehr emotionalen Thema, nämlich die Bahn. Ja, bei diesem Thema hat der durchschnittliche Deutsche ja direkt Strom hinter der Tapete, ne? Immer sind die zu spät oder zu teuer oder dreckig oder unflexibel oder unhöflich, rassistisch, sexistisch, behindertenfeindlich, hundistisch, schlecht gekleidet. Ich meine, wenn man nur drei dieser Adjektive nehmen würde, ne, egal welche, dann wüsste man doch, wenn man zum Beispiel Tabu spielen würde, sofort, was gemeint ist, oder? Im Grunde ist es fast ein bisschen öde. Aber zum Glück weiß die alte Influencerin Bahn selber, dass man hin und wieder schon mit neuem geilen Irrsinn um die Ecke kommen sollte. Und deswegen haben die schon vor 4 Jahren einen sehr, sehr schönen neuen Grund geliefert, den Kopf mehrfach gegen die Wand schlagen zu wollen. Michaela Berbner weiß mehr. Hier in Bredstedt, einem außerhalb Nordfrieslands bislang unbekannten Ort, startet direkt bei den Zügen der Sylt Shuttle Plus. Ein neuartiger Zug, mit dem die Deutsche Bahn die Beziehung zu ihren Fahrgästen in eine andere Dimension überführt. Es geht um die begehrte Autozugverbindung zwischen Niebel und Westerland auf Sylt. Um einen Konkurrenten von den Gleisen fernzuhalten, kam die Bahn auf eine tolle Idee. Wie heißt es so schön? Wettbewerb macht kreativ. Denn wer die längere Streckenverbindung anbieten kann, der darf häufiger fahren, entscheidet die Bundesnetzagentur. Deshalb startet die Deutsche Bahn in Bredstedt, nimmt einen alten Personenwagen, hängt ihn in Niebel einfach an den Autozug dran und blockiert so lange die Gleise, bis die Konkurrenz die Lust verliert. Der Bürgermeister von Bredstedt weiß das brandneue Angebot noch nicht so richtig zu schätzen. Wir haben mehrere Bredstedter Firmen, die in großer Zahl mit ihren Mitarbeitern auf die Insel pendeln. Und von diesen Mitarbeitern hat keiner diesen Zug je benutzt. Tatsächlich, der Sylt Shuttle Plus ist leer. Dabei wissen die Bahnkunden gar nicht, was ihnen entgeht. Wir werden ja auch Besonderheiten hier anbieten, es ist ein Fernverkehrsticket gültig und natürlich eine Sitzplatzreservierung. Also das ist, denke ich, eine ganz attraktive Geschichte. Mit der Sitzplatzreservierung würde man dann auch im leeren Wagen auf alle Fälle einen Fensterplatz bekommen. Toll. Und schon geht es nach Niebel, wo der leere Personenwagen erst in den Bahnhof einfährt, damit Fahrgäste ein- und aussteigen können. Theoretisch. Danach wird der leere Personenzug an den Autozug angekoppelt. Fertig ist der Sylt Shuttle Plus. Ja, wir nennen den Geisterzug, weil da nicht einer dran sitzt. Dabei gäbe es so viel zu erleben. Wenn man nämlich im leeren Sylt Shuttle Plus auf die Insel gefahren ist, wird es erst richtig spannend. Der Zug ist nämlich leider zu lang für den Bahnhof. Also wird der Passagierteil flugs abgekoppelt, fährt bis zur nächsten Weiche zurück, dann wieder vorwärts und nochmal in den Bahnhof rein. Hier könnten Passagiere aus- und einsteigen, theoretisch. Und schon beginnt die Rückfahrt. Erstmal bis zur Weiche. Neuer Autozug wird angekoppelt und alles zusammen zurück zum Autoterminal. Der Bürgervorsteher von Sylt ist begeistert. Ja, ich würde das als Abenteuerurlaub bezeichnen. Abenteuerurlaub zu Fernverkehrspreisen. Von Westerland nach Bredstedt und wenn ich will, auch wieder zurück. Wer da Spaß dran hat, der soll's machen. Es ist schon fast lächerlich. Die Fahrt dauert fast doppelt so lang wie mit dem Nahverkehrszug und ist auch noch teurer. Die Bahn ist stolz. Alter Falter, die Bahn, ne? Und haben Sie eigentlich unser Geisterpublikum lachen gehört? Das ist eine ganz exklusive Geschichte, das hat nur der NDR. So wie auch letzte Woche wollen wir Ihnen ja eigentlich zu unseren älteren Beiträgen ein Update geben, ne, wenn das möglich ist. Einfach sagen, wie sieht die Sache jetzt aus? Aber wir sprachen ja bereits über die Flexibilität der Bahn und was soll ich sagen? Obwohl der Beitrag schon 4 Jahre alt ist, gibt es den Geisterzug Sylt Shuttle Plus immer noch. Angeblich will die Regierung den Zug abschaffen. Wir werden sehen. Kennen Sie folgende Situation auch?
Sie betreten einen wunderschönen Garten und plötzlich sind sie wie in einer anderen Welt. Sie bewegen sich scheinbar nur noch in Zeitlupe. Sie streichen mit den Händen versonnen über das Gras. Sie spüren jeden einzelnen Grashalm unter ihrer Handfläche. Sie probieren von den süßen Beeren, deren süßer Saft wie Met an ihrem Kinn herunterläuft, während sie die spielenden Kinder betrachten. Die Kinder lachen. Sie sind eins mit der Natur. Der Saft der süßen Beeren ist noch nicht ganz auf ihren Lippen getrocknet. Da formt ihr Gehirn nahezu reflexhaft den einzig naheliegenden Gedanken, hier muss ein Parkplatz hin. Natürlich denkt das kein Mensch. Aber wenn wir auch nur eine Sache von Verkehrsminister Andi Scheuer gelernt haben, dann, dass in Deutschland das Auto immer noch zuerst kommt. In Frankfurt hat man das besonders ernst genommen. Martina Hausschild war beim großen Kampf Natur versus Kraftfahrzeuge live dabei. Herr Klinger hat in Frankfurt ein Mietshaus mit einem kleinen Garten. Noch machen die Mieter eifrig Gartenarbeit oder spielen Feuerwehr. Aber nicht mehr lange. Die Stadt Frankfurt hat eine viel bessere Idee, was man hier machen kann. Das Bauamt hat verlangt, dass ich auf dem Grundstück drei Parkplätze einrichte. Und drei Parkplätze nehmen der Fläche ungefähr so viel ein, wie der Garten jetzt auch an Größe hat, sodass vom Garten nichts mehr übrig bleiben würde. Drei Parkplätze passen hier genau drauf. Die können die Mieter bestimmt gut brauchen. Wir haben kein Auto. Die anderen Mieter im Haus haben auch kein Auto. Also brauchen wir auch keinen Parkplatz. Ganz einfach. Oh, hier gibt's nur ein Feuerwehrauto und Fahrräder. Das ist natürlich unglücklich. Dass man Parkplätze braucht in der Stadt, mag ja sein. Aber dass man dann Leuten, die überhaupt keine Stellflächen brauchen, quasi zwingt, ihren Garten in Parkfläche umzuwandeln, obwohl keiner im Haus ein Auto hat, das ist schon schwachsinnig. Nein, das ist nicht schwachsinnig, das ist Gesetz, sagt die Bauaufsicht Frankfurt und die Stellplatzsatzung § 1. Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet werden, wenn Garagen oder Stellplätze für Kraftfahrzeuge hergestellt werden. Gut, das Haus steht ja schon seit 53 Jahren ohne eigene Parkplätze und keiner hat's gemerkt. Es hat offensichtlich die ganzen Jahre vorher niemanden gestört und plötzlich soll das alles anders sein, nur um irgendwelchen Vorschriften Genüge zu tun. Also, wenn hier jetzt die Parkplätze hinkommen, ist doch am Rand noch Platz für ein paar Blümchen. Und der kleine Feuerwehrmann freut sich doch bestimmt auch über einen tollen Parkplatz für sein Feuerwehrauto. Man kann nicht mehr so gut bei nächsten Ostern Eier verstecken draußen. Na gut, Bennett, aber da kann das Bauamt jetzt auch nichts für. Das kümmert sich nur um die Einhaltung der Gesetze. Und die drei Parkplätze, die müssen jetzt gebaut werden. Da parkt nie einer. Dann ist das eben einfach ein Parkplatz für nichts. Wie eine Brücke, die sinnlos in der Landschaft steht. Na gut, dann parkt da eben keiner. Aber die Stellplatzsatzung wurde endlich eingehalten. Wie fucking deutsch das ist, oder? Hauptsache für jedes Atom eine Vorschrift. Ich habe hier noch zwei hübsche Beispiele für weitere Korinthenkackerei, von denen Sie bestimmt noch gar nicht gewusst haben. Erstens, eine Pizza Napoletana darf maximal 0,4 cm dünn sein und einen Durchmesser von höchstens 35 cm haben. Und, die Information ist für Sie vielleicht ein bisschen relevanter, in einem Abwasserkanal dürfen Sie nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des zuständigen Amtes schwimmen. Ja, im direkten Vergleich scheinen da drei Parkplätze statt einem Garten fast bürokratisch nachvollziehbar, ne? Trotzdem ist es natürlich vor allem für die Anwohner in Frankfurt nicht so geil. Und die guten Nachrichten sind aber, dass Stadt- und Hauseigentümer mittlerweile eine Lösung gefunden haben. Statt der geplanten drei Parkplätze wurde jetzt vor dem Haus nur ein einzelner Carsharing-Parkplatz gebaut. Und das ist schon ziemlich cool. Ich habe jetzt mal ganz kurz eine vielleicht merkwürdige Frage an Sie. Sie putzen ja wegen Corona vermutlich auch den halben Tag manisch die Wohnung, anstatt zu arbeiten. Ne? Sind bei Ihnen zufällig all die verlorenen Socken wieder aufgetaucht? Ich meine, Sie wissen ja, man steckt lauter glückliche, in meiner Welt sogar frisch verlobte Sockenpaare in die Waschmaschine rein. Aber beim Aufhängen ist dann mindestens eine Socke plötzlich trauriger Single und vermutlich direkt bei Tinder angemeldet.
Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich denke mir dann immer, die Waschmaschinen sind im Grunde einfach nur unterbezahltes und überarbeitetes Pflegepersonal. Und natürlich könnte man sich jetzt in seiner schicken Designer-Jogginghose einfach auf den Balkon stellen und um 21 Uhr eine armselige Minute lang einfach für alle Waschmaschinen des Landes applaudieren. Aber das bringt denen ja auch nichts. Ne? Daher sage ich, lasst den Waschmaschinen doch ihre Socken. Ich meine, für diesen enormen Dienst, den die uns täglich leisten, haben die sich doch ein paar einzelne schmutzige Socken verdient. Come on, es ist ja keine große Sache, wenn mal ein paar Socken weg sind. Ist ja im Grunde nur Kleinstkleidung. Das aber sieht die Bundeswehr ganz anders. Daniel Springer berichtet. Na, wen haben wir denn da? Wehrtechnik-Experte Bruckmüller, 47 Jahre beim Bund. Was haben Sie zu sagen? Ich gebe jetzt hier meine Kälte- und Wärmeschutzkleidung ab, weil ich demnächst in Rente gehe. Und dann müsste die Kleidung natürlich vollständig wieder abgegeben sein, die ich mir mal geliehen hatte. Korrekt. Also hurtig zur Servicestation der Bundeswehr-Kleiderkammer. Aber Vorsicht, Bruckmüller, da wird gewissenhaft kontrolliert. Parka, da. Hose, da. Stiefel, auch da. Es wurde alles penibel geprüft, ob alles da ist. Nur leider fehlte ein paar Rosshaarsocken. Wie bitte, Bruckmüller? Rosshaarsocken fehlen? Was ist denn das für ein Schlendrian? Ist doch noch gar nicht so lange her, dass Sie die Dinger bekommen haben, Mensch! Am 11.04.1989 wurde, wenn wir die Linie nachgehen, ein paar Sockenhaar von mir geliehen. So, so. Und wo sind Ihre Socken, Haare jetzt? Bitte schön, nach nur 27 Jahren? Irgendwann sind diese kleinen Rossa-Socken verschwunden. Das kann gut passieren. Nein, das kann eben nicht gut passieren, Bruckmüller. Ihr Fehlverhalten hat Konsequenzen. Und jetzt Bewegung! Jetzt muss ich eine Verlustmeldung abgeben und die geht an die Materialwirtschaft. Jawohl, so ist der Dienstweg. Dann bringen Sie die Verlustmeldung mal schön rüber zur Materialwirtschaft. Hier musste ich erfragen, wie das Verfahren jetzt weitergeht mit den Socken. Ist doch logisch. Die Verlustmeldung wird unterschrieben und das Schreiben muss zurück. Und dann, Bruckmüller, kriegen Sie Post. Ich lese es mal vor. Es handelt sich um Schadennummer 18-16, Verlust von Bekleidung. Ein paar Haarsocken, Beschaffungspreis 3,53 Euro, abzüglich 50% Wertminderung 1,76 Euro. Die Schadenssumme beträgt somit 1,77 Euro. Nach den Schadensbestimmungen handelt es sich hier um einen Kleinschaden unter 5 Euro. Aus diesem Grund wird der Schaden nicht weiter verfolgt. Die erste Reaktion war, wieso wurde das überhaupt noch weiterverfolgt und nicht gleich von vornherein aus Nichtigkeitsgründen gestrichen? Gestrichen? Nur weil alte Socken sowieso vernichtet und nicht weitergegeben werden? Jetzt kommen Sie mal nicht mit Argumenten, sondern machen sich gefälligst von den Socken, Bruckmüller! Ich fasse das nochmal für Sie zusammen. Die wollen also die Socken super dringend zurück, damit die danach ordnungsgemäß vernichtet werden können. Ist doch ganz beruhigend, dass zumindest bei der Bundeswehr alles nach Plan läuft. Das sieht ja bei Bauprojekten oft ganz anders aus. Ich habe ja für dieses Spezial hier mehrere Wochen im Extra-3-Archiv verbracht und dabei bestimmt, keine Ahnung, 50, 60 Realsatiren nur über Brücken gesehen, weil ich Brücken eben mag. Und ja, ich hatte ein bisschen Zeit. Aber ich kann Ihnen sagen, es scheint gar nicht so leicht zu sein, in Deutschland eine Brücke zu bauen. Hier sind mal ein paar kleine und sehr verstörende Beispielclips. Leider hat die Gemeinde Pöhl eine Kleinigkeit vergessen. Die Auffahrt. Diese gigantische Brücke hat der Bund hier in Oberfranken gebaut. Es fährt derzeit keine Eisenbahn und es wird auch in den nächsten 25 bis 30 Jahren keine Eisenbahn fahren. Es gibt diese Brücke, aber die ist ohne Anschluss, ohne einen Weg dorthin und ohne jeden Zweck. Eigentlich sollten schon längst Busse auf der Brücke fahren und nicht nur darunter. Doch leider endet die Brücke auf der einen Seite im Busch. Und auf der anderen Seite stehen Poller. Ist das nicht toll? So viele superschöne beinahe Brücken. Super. Die beste Brückengeschichte habe ich Ihnen aber als ganzen Film von Martina Hausschild mitgebracht. Bitte schön. In Nürnberg steht ein ganz besonderes Bauwerk. Und sagen wir, beschäftigt die Menschen. Auf den ersten Blick eine normale Fußgängerbrücke. Doch wenn man genau hinschaut, dann
fehlt da doch was. Die Brücke hat leider einfach keinen Boden und daher relativ nutzlos. Sinnlos. Sinnlos. Sinnlos, ja. Das schaut aus wie ein Stück aus einem schlechten Witzbuch. Das ist überflüssig. Man sieht sofort, dass hier was Überflüssiges steht. Ne? Ja, stimmt. Früher hatte die Brücke natürlich einen Boden, aber das ist lange her. 2007 hat die Stadt Nürnberg die Fußgängerbrücke gesperrt, weil der Holzboden leider hinüber war. Blöd. Die Bohlen waren zum großen Teil richtig durchmoscht, durchfault. Und dann musste man also handeln und diesen Bohlenbelag in der Gänze auch abnehmen. Und nun steht das gute Stück seit 8 Jahren so bodenlos in der Gegend rum und wird langsam eins mit der Natur. Mittlerweile hat sich natürlich ja ganz massiv Vegetation und auch schützenswerte Vegetation in dem Bereich ergeben. Letztendlich, Sie sehen die vielen Bäume, die hier rumstehen. Und während hier schützenswerte Brückenbäume wachsen, muss die Stadt Nürnberg die Brücke natürlich weiterhin warten. Und zwar nach der Brücken-DIN-Norm 1076. Es gibt sogenannte laufende Beobachtungen, es gibt die Besichtigung auch in der DIN vorgeschrieben und es gibt die Einfachprüfungen. Und das macht so 15.000 Euro Wartungskosten im Jahr. Für eine gesperrte Brücke, die eigentlich keiner braucht, weil direkt darunter ja eine Fußgängerampel ist. Das sind Steuergelder, die verschwendet worden sind. Ganz einfach. Völlige Hirn verbrannt. Na, na, na. Fragen wir die Herren von der Stadt doch noch mal selbst. Meinen Sie, man bräuchte die Brücke wirklich? Herr Pabel? Das ist so nett. Aber das kommt okay. Wahrscheinlich dann. Meinen Sie, Sie brauchen die Brücke? Voll lustig. Ja, sind ja auch nur Steuergelder. Naja, zumindest gibt es bei diesem Film jetzt einen richtigen aktuellen Stand und der ist auch übersichtlich. Die Brücke wurde 2016 für 140.000 Euro abgerissen. Oder wie man im Fachjargon sagt, rückgebaut. Ist eh ein gutes Wort, ne? Rückbauen. Kann man im Grunde für alles benutzen. Abnehmen zum Beispiel. Hey Sarah, du hast aber ordentlich rückgebaut während deines Bandwurmbefalls. Ich merke, ich nehme eine unschöne Abfahrt. Lassen Sie uns das lieber sein lassen und über Glück reden. Davon gibt es ja während Corona auch viel zu wenig. Ne? Das Glück des kleinen Mannes ist dieser Tage zum Beispiel einfach nur schnödes Lebensmittel einkaufen. Einfach nur, wenn man rauskommt. Früher hat es nicht für gute Laune gereicht, ne? Aber heute ist es tatsächlich das Highlight der Woche. Endlich mal wieder raus aus der krustigen Jogginghose, rein ins kleine Schwarze, sich vielleicht auch mal waschen und dann schön ab zum Supermarkt angeben. Ne? Aber sobald man dann selbigen betritt, wird das Glück des kleinen Mannes sofort wieder zerstört. Und zwar vom kleinen Mann selbst, denn der steht da haufenweise rum. Mit seiner Frau, mit den 12 Kindern, um deren ausgelassenes Fangespiel man im Grunde nur dann mit dem empfohlenen Abstand herumkommt, wenn man in den unattraktiven Gängen rumsteht, wie Bio oder, keine Ahnung, Haushalt. Aber dann steht man eben auch in den unattraktiven Gängen rum und nicht da, wo es den ganzen geilen Scheiß zu kaufen gibt. Und selbst wenn man es dann endlich mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand in die Schlange geschafft hat, ist es immer noch nicht vorbei mit dem Stress. Ne, dann fängt der ganze Kopfkram erst an. Habe ich korrekt eingekauft? Habe ich von irgendetwas zu viel? Sind, keine Ahnung, 3 Dosen Tomaten erlaubt? Gelten ein paar Packungen Kosmetiktücher schon als Klopapierhamsterkauf? Dieses enorme Durcheinander von Regeln und die auch daraus erwachsene Verzweiflung kennen sonst eigentlich nur Leute, die irgendwas gebaut haben oder bauen wollen oder halt nicht gebaut haben, obwohl sie bauen sollten, wenn wir an den Parkplatz zurückdenken. Eigentlich ist das so ein bisschen schade, weil ich persönlich hätte zum Beispiel gern ein paar Hühner. Aber für Hühner braucht man nun mal einen Stall und ich sag Ihnen, da fangen die Probleme schon an. Das ist ein fahrbares Hühnerwohnmobil im Markgräfler Land, inklusive großer Freilauffläche. Das Gelbe vom Ei für ökologische Landwirtschaft. Immer wenn der Stall bewegt wird, kriegt das Federvieh frisches Gras und das Gras frischen Dünger. Sehr, sehr praktisch und sehr, sehr illegal. Ohne eine Baugenehmigung vom Landratsamt Breisgau, Hochschwarzwald. Ein Hühnercamper, also eine mobile
Hühnerstallanlage ist auch eine bauliche Anlage und als solches ein Gebäude, das dem dauerhaften Aufenthalt von Hühnern dient und ist deshalb eine baugenehmigungspflichtige bauliche Anlage. Genau, die Urbanisierung von ökologischem Gackerland braucht eben strenge Kontrollen. Biobauer Joel Siegel fährt voll drauf ab. Wir haben hier die beste Tierhaltung, die es überhaupt gibt. Und diesen Auftrag kriegen wir ja von der Gesellschaft. Also die Gesellschaft möchte ja, dass wir die Tiere so halten. Sie möchte ja, dass wir diese Art von Produkten herstellen. Sie möchte ja, dass wir so mit dem Boden umgehen. Und genau diesen Auftrag wird im Endeffekt torpediert durch eine Behörde. Torpediert? Also bitte verlieren Sie mal nicht die Bodenhaltung. So eine Baugenehmigung macht sich doch ganz von alleine. Ich muss für eine Baugenehmigung einen Bauantrag stellen und dieser bedarf dementsprechende Bauunterlagen, das ist geregelt und dafür muss ich mich eines Architekten bedienen oder eines Planverfassers, der diese Unterlagen erstellen kann. Der kostet Sie ja auch nur 5000 Euro, Herr Siegel. Die kriegen Sie doch bestimmt ganz schnell wieder rein bei knapp 50 Cent pro Ei. Da müssen Sie eben mal ein paar federn lassen. Ach und 45 Meter neue Hecken anpflanzen als Ausgleich für Ihre bauliche Anlage. Das Verrückte ist, wenn ich einen Bauantrag stelle, muss ich ein Flurstück angeben, wo meine Immobilie steht. Das ist aber etwas Mobiles. Das heißt, wenn ich diesen Stall bewegen könnte über dieses Flurstück hinaus, was ja Sinn macht, muss ich im nächsten Jahr wieder einen Bauantrag stellen und die ganze Geschichte geht von vorne los. Jetzt gluck nicht so. Das federführende Landratsamt weiß eben, wie man jemandem so richtig auf die Eier geht. Ich glaube, ich möchte wirklich Hühner haben. Die sehen ja super niedlich aus. Das war ein Film von Patricia Kümpel und Jürgen Rose. Und auch hier haben wir natürlich geguckt, was aus der Geschichte geworden ist. Es stellt sich raus, der Herr Siegel braucht für seinen Stall natürlich eine Baugenehmigung, aber eben nur eine. Also nicht jedes Mal eine neue, wenn er den Stall umsetzt. Das finde ich eigentlich ganz okay. Falls Sie jetzt aber sofort die Freufäustchen in die Luft recken, weil Sie jetzt endlich mal Ihren eigenen Hühnerstall nach Lust und Laune umsetzen können, bitte eskalieren Sie nicht zu früh. Das ist nämlich in jedem Bundesland anders geregelt. Speaking of eskalieren. Ich möchte ehrlich sein, ich bin ein großer Freund davon. Ich selber bin nämlich wahnsinnig schnell anzuzünden von neuen Dingen. Während Sie noch darüber nachdenken, ob es eventuell eine gute Idee sein könnte, vielleicht irgendwann mal ein Haustier anzuschaffen, habe ich in der Zwischenzeit schon im Internet 2 Ponys, einen Hühnerstall ohne Baugenehmigung und 3 afghanische Windhunde gekauft, die zwar noch nicht stubenrein, aber bereits trächtig sind, weil ich gelesen habe, dass Züchten auch Spaß machen soll. So bin ich. Ich fange wahnsinnig schnell Feuer, dann gieße ich da noch Benzin rein und am Ende verbrenne ich aber auch dementsprechend schnell. Ich habe mir ungelogen mal mit einem Akkuschrauber in den Bauch gebohrt, weil ich ein bisschen zu ungeduldig war. Sie fragen sich jetzt zu Recht, wie das bitte gehen soll. Ich möchte darauf nicht antworten. Es ist eine sehr lange und eine sehr peinliche Geschichte. Fakt ist aber eben, ich möchte alles sofort und gerne schnell und auch gerne ohne zu warten. Im Harz haben sie ein ähnliches Problem. Die haben eine wunderbare Idee und auch raue Mengen Bock. Leider aber niemanden, der die Idee umsetzen will. Und normalerweise gibt man dann ja einfach auf, ne? Aber nicht im Harz, nein. Im Harz kämpft man für seine Träume, teilweise 12 Jahre lang. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz. Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz. Ein ganz besonderes UNESCO-Naturschutzgebiet. Dafür hat die Reservatsverwaltung nicht nur Wanderwege extra anlegen lassen. Wir haben verteilt an den ausgeschilderten Wanderwegen ca. 20 solche Hütten. Ja, und diese neuen Picknickplätze machen das UNESCO-Weltnaturerbe perfekt. Es gibt nur ein kleines Problem im UNESCO-Biosphärenreservat. Wir selbst haben die UNESCO-Anerkennung noch nicht. Das heißt, Sie sind derzeit kein UNESCO-Biosphärenreservat? Wir sind derzeit noch kein UNESCO-Biosphärenreservat. Okay, das Reservat gibt's gar nicht, aber dafür schon die Verwaltung, nämlich die Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharzverwaltung. Seit 12 Jahren arbeiten hier 25 Mitarbeiter für ein nicht existierendes UNESCO-Reservat. Die 7 Millionen Euro Steuergeld dafür haben sich sicher irgendwie gelohnt. Nur die vom Landesrechnungshof finden, man hätte vielleicht erst die UNESCO-Anerkennung abwarten sollen.
Die Kriterien schreiben vor, dass man eine leistungsfähige Verwaltung vollständig erst 3 Jahre nach Anerkennung eines Reservats einrichten muss. Hier haben wir es 12 Jahre vorgetan. Die paar Jahre. Hauptsache, Herr Piegert hat den Antrag für das UNESCO-Reservat schon eingereicht. Ja, es ist natürlich schwierig. Wir müssen ja erst den Antrag formulieren. Wir müssen soweit sein, dass wir die Kriterien erfüllen. Na gut, der Antrag wurde noch gar nicht bei der UNESCO eingereicht, weil es da wohl noch ein klitzekleines Problem mit der Gemeinde Südharz gibt, in der das Reservat dann liegen würde. Wir haben einen qualitativen Gemeinderatsbeschluss abgegeben, wo das Biosphärenreservat klar mit Mehrheit abgelehnt worden ist. Abgelehnt. Tja, die Gemeinde hat Angst, dass das Reservat der Wirtschaft schadet. Fassen wir also nochmal zusammen. Diese Verwaltung verwaltet ein UNESCO-Biosphärenreservat, das es gar nicht gibt. Und das nach 12 Jahren auch noch nicht beantragt wurde, weil die Gemeinde, in der das Reservat läge, das gar nicht haben will. Ach, wenn's mit dem UNESCO-Titel nicht klappt, machen wir das eben. Extra 3 erklärt die Karstlandschaft Südharz zu einem geschützten Satire-Reservat. Da sind die 7 Millionen Euro doch gut angelegt. Das ist schon ein bisschen traurig. Und das ist auch immer noch traurig, denn das Nicht-UNESCO-Biosphären-Nicht-Reservat ist nach all den Jahren, die inzwischen vergangen sind, immer noch Nicht-UNESCO-Biosphären-Nicht-Reservat und somit immer noch Satire-Reservat. Die müssen natürlich dringend geschützt werden, damit sie auch schön satirisch bleiben. Beim letzten Film unseres Extra 3 mit Kuttner-Spezials handelt es sich wieder um einen Beitrag mit, ich möchte am liebsten sagen, silbergrauen Schläfen. Ne, wenn der ein Mensch wäre, dann würde er dieser Tage wohl als Risikogruppe gelten. Aber beruhigen Sie sich, es ist nur ein Film. Und eventuell ist es einer der besten Filme, die ich in meiner sehr kurzen Amtszeit bei Extra 3 gesehen habe. Im weitesten Sinne behandelt er das alte Thema Land gegen Stadt. Ungestörte Natur gegen die Bequemlichkeit im Großstadtdschungel. Eine Fehde, die so alt ist wie die Zeit selbst. Eigentlich ist es ein bisschen schade, finde ich, weil man sollte schon meinen, dass beides irgendwie zu vereinen ist. Ist es aber nicht. Es sei denn, ich kann Sie für folgende Immobilie begeistern. Warum ist es am Rhein so schön? Die Antwort finden wir zwischen Hunsrück und Westerwald bei Koblenz. Hier lebt und wohnt es sich fast wie in der unberührten Natur. Die wenigen Häuser muss man lange suchen. So gut haben sie sich dem Landschaftsbild angepasst. Die Bewohner freuen sich über den seltenen Gast. Sie berichten dem staunenden Besucher gern über ihr Leben unter freier Wildbahn. Was ist denn hier? Recht schön hier. Wir haben sehr große Grünzone hier. Die Vogelwelt ist sehr viel. Und vor allem, man lebt hier richtig im Grünen, trotzdem auch in der Stadt. Jetzt hatte ich Ihre Antwort das erste Mal nicht genau verstanden. Das ist so ein bisschen laut hier. Ja, ich sagte, mir lebt sehr schön hier, weil wir haben hier einen Garten. Hier war vorher nichts. Wir haben das alles selbst angelegt hier. Was haben Sie hier bitte? Die Gartenbenutzung von dem Vermieter eingeräumt bekommen, die alleinige. Und wir sind eigentlich relativ zufrieden. Und gibt es hier Probleme, einen Parkplatz zu finden? Gar nicht. Gar nicht. Bitte? Es gibt gar keine Probleme, einen Parkplatz zu finden, weil einsam also ist es hier. Oft ist hier tagelang weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Nur manchmal kommt ein Auto vorbei. Umso enger ist das Verhältnis der Menschen zu Pflanzen und Tieren. Wir haben sehr viele Hasen hier, Wildhasen, Vögel und hier gibt es auch die meisten Schmetterlingsbäume. Hier drüben haben wir einen stehen, wenn der am Blühen ist, an dem Brückenpfeiler der Baum. Dann ist der ganze Garten hier voller Schmetterlinge. Also ist wunderschön, wirklich. Für die Kinder, damit die wenigstens etwas Natur noch erleben. Anders als in der Großstadt stellt der Straßenverkehr keine Gefahr für spielende Kinder dar. Die Kinder können nicht auf die Schnellstraße gelangen. Nein, nein, das geht nicht. Das ist ja. Es sei denn, es wird ein Verkehrsunfall oben stattfinden oder einer fährt zu schnell oben her. Dann kann das passieren, dass da Autos herunterstürzen, aber sonst. Manchen zieht es jetzt hier nach Koblenz, nicht nur wegen des gesunden rheinischen Klimas. Mit unter 8 Mark für den Quadratmeter sind die Mieten äußerst günstig. Eine echte Alternative für den stressgeplagten, entnervten Großstädter.
Ist es nicht der beste Film, den Sie jemals gesehen haben? Alles daran ist wunderbar. Das Haus, die Mode, die Leute, alles. Und das Schönste, das Haus gibt's immer noch. Ich habe keine Ahnung, ob da jemand drin wohnt. Das war nämlich leider nicht rauszufinden. Aber wenn Sie die Sendung jetzt gerade in voller Lautstärke unter genau diesem Autobahnknotenpunkt sehen, melden Sie sich bitte bei uns. Wir sprechen auch extra laut für Sie. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich muss ja noch den letzten Geisterzug nach Sylt kriegen. Christian Ehring ist morgen mit dem Extra 3 Mutterschiff im Ersten zu sehen. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder bei Extra 3 mit Kuttner. Bis dahin Abstand halten und Korn trinken. Tschüss.